Dann stehen wir jetzt vor dem Schiff und Zulamin wirft einen Blick dahin, wo mal der Name des Schiffes stand. Ach, um diese Sache müssen wir uns ja auch noch kümmern. Unser Schiff hat irgendwie seinen Namen verloren. Wir wissen nicht, ob es Sabotage war oder so. Jedenfalls war der Name plötzlich verschwunden. Ein Name, der plötzlich verschwindet. Ihr habt, ich nehme an, versucht, ihn wieder hinzuschreiben. Ja, haben wir, aber es nennen wir es eine Verkettung unglücklicher Umstände? Jalan turnte da mit der Goldfarbe umher und nun ja, dann ist das Seil gerissen und ja, bisher haben wir keine gute Lösung gefunden, aber unsere Angrosch-Geweihte arbeitet an mondsilbernen Lettern. Ich hoffe, wir können sie heute noch schnell anbringen. Nun, wenn ein Name verschwindet, dann ist es meistens ein Zeichen der Götter. Entweder Effert, vielleicht auch Swafnir. Vielleicht ein Trick der beiden, um euch vor der Schlampe in den Tiefen zu beschützen. Das Ich ist würde eine. empfehlen, einen neuen Namen für das Schiff zu finden, es neu zu taufen und auf ein neues Abenteuer vorzubereiten. Und dabei Effert einzubinden. Mag sein, dass er uns beleidigt ist, denn diesen Namen hat uns Fex gegeben. Wir haben alle uns einen Namen ausgedacht und einen zufälligen gezogen. Und nun ja, Jalan hatte Erfolg. Und In nun dem ja. Fall, hinterlass doch ein paar Münzen für Fex, dass er nicht zu sehr erzürnt ist. Nun, wir werden erst einmal versuchen, die Lettern wieder anzubringen und sehen, was passiert. Man sollte nicht unbedingt das erzwingen, was die Götter nicht wollen. Nun, ich hoffe, es ist das Werk der Götter. Aber da wir gerade bei den Göttern sind, wir haben später eine Audienz beim Patriarchen und wir wollen ihn bitten, dass wir Aviandas Asche vom Rabenfelsen aus verstreuen dürfen. Werdet ihr uns begleiten? Natürlich, gerne, wenn ihr das wollt. Natürlich, sie ist Also schließlich ist auch. Aviane verstorben? Ach, das haben euch die anderen noch gar nicht gesagt. Tut mir leid, dass ich euch auf diese Art damit überfalle. Nun, als wir hinabtauchten zu Chalvens Thron, da wurden wir gefangen genommen und sie brauchten wohl einen Geweihten für ihr Ritual und nun, sie wurde geopfert, während wir in der Gefängniszelle saßen. Ich verstehe es. Nun habt ihr da nicht potenziell eine Lösung für zwei eurer Probleme? Wie Ich meint ihr denke, es das? würde Fex gefallen, wenn ihr das Boot nach einer Geweihten seiner Kinder benennt, nicht wahr? Und so würdet ihr sie auch ehren. Das ist keine schlechte Idee, zumal wir ja auch einen Aves-Schrein auf dem Schiff haben. Werde es den anderen vorschlagen. Tu das, tu das. Na gut, dann lasst uns warten, bis die anderen wieder zurück sind. Und vielleicht Jalan einen Besuch an seinem Krankenlager abstatten. Ja, vielleicht ein Tee? Ich habe eine wunderbare Sorte mitgebracht. Gerne. Okay, machen wir weiter mit Abelmir. Was hast du vor? Ich werde erstmal an der bezeichneten Stelle nach Jalans Kiste suchen, die er mir benannt hat. Die steht da. Und ja, dann die noch ans Deck schleppen und zwei Kartengardisten mir Hast du zuholen. Neugier? Ja, Ich habe auch Neugier. Erschwert um Neugier. Und wenn du noch irgendwelche anderen Nachteile hast, die da reinzählen, dann auf alle Fälle auch die. Nimm mir mal Okay. deine Nachteile. Ist da noch irgendwas dabei, was Neugier habe Prinzipientreue, ich. Neid, Eitelkeit. Konstruktionswahn? Also es Neugier ist auch 7. Neugier. Neugier 7, ja, machen wir so. Selbst da schon plus 7. Ich würfel auch mal Neugier plus 8. Warum plus 8? Also Selbstbeherrschung Ach so. macht erschwert. Ja. Dann steht ihr davor. Wie ihr einfach beide zwei Klatschfliesen seid. Ihr guckt euch an, wieder zur Kiste, wieder zueinander, wieder zur Kiste.
Wir sollten zumindest einmal überprüfen, ob das wirklich die richtige Kiste ist. Ja, ist sicher, weil weiß, was er der schon wieder verstecken will. Ja. Lass uns mal runtergehen. Ja, nicht, dass ihr die falsche Kiste vergrabt, ne? Das geht ja auch nicht. In der Tat. Wartet, Bleibt kurz hier, wir gehen kurz in unsere Kabine. Ja. Wir gehen wieder runter und dann schneide ich mal diesen Teer wahrscheinlich oder was eingepackt ist auf und guck mal nach. Die Kiste ist relativ schwer zu öffnen, da sie gut zugeteert ist, wie vermutlich die meisten Sachen auf einem Schiff, die lieber längere Zeit gelagert werden. Und drin liegen tatsächlich einfach nur fein säuberlich aufgereiht 25 Granatäpfel. Ich würde mal die Granatäpfel vorsichtig entfernen und unter die Granatäpfel gucken. Da ist Stroh. Dann Stroh wegnehmen. Es ist nichts in dieser Kiste, es sind buchstäblich Granatäpfel. Gut. Es scheint sich tatsächlich... Nein. Um den doppelten Boden zu sehen. Den doppelten Boden, aber siehst du auch den dreifachen Boden. Ja. Denn das erste Versteck dürfen sie finden. Nee, alles klar. Ist es halt nur eine Truhe mit Granatäpfeln. Es scheint sich tatsächlich um das zu handeln, was wir hier vorfinden sollten. Aber mir, ich glaube, wir haben die richtige Kiste gefunden. Warum will er diese Kiste vergraben? Ich verstehe es nicht. Nun, vielleicht... Ich habe auch keine Ahnung. Ich habe schon lange aufgegeben, Jalan zu verstehen. Gut. Ja, dann möchte ich die Kiste wieder zumachen. Wieder wahrscheinlich runtergehen ins Unterdeck, mit ins Teerfass rangehen und es neu verteeren halt irgendwie. Und dann wieder umgehen auf Deck irgendwie. Ja, alles klar. Halbe Stunde später. Da. Das wär's. Nun. Sieht gut aus. Bei den Brabaka-Baracken sollten wir sie vergraben, oder? Ja. Braucht ihr irgendwas für euer Waisenhaus, was ihr noch erledigen müsst? Nun, die sind im Schlund. Ich gehe nicht davon aus, dass die Brabaka-Baracken beim Schlund liegen. Ich weiß nicht, wo sie sind. Wir nehmen einen der Dukatengardisten als Führer. Der kann uns das sicherlich sagen. Ja, genau. Sagen. Du da, wo sind die Brabaka-Baracken? Seid ihr sicher, dass ihr da hin wollt? Nein, aber wir müssen trotzdem hin. Dann nehmen wir am besten noch zwei andere Männer mit. Ist so gefährlich? Nicht so gefährlich wie der Schlund, aber die verteidigen schon ihr Leben, wenn man denen zu nahe kommt. Nun gut, tut, was ihr für nötig haltet. Ramirez, Rodrigo, komm mit! Ja, und so könnt ihr gemeinsam mit drei Dukatengardisten und einer Kiste, die ihr dann natürlich auch aus Komfortgründen den Dukatengardisten geben könntet, in Richtung der Brabaka-Baracken gehen, dem armen Viertel. Ja, das Einwanderungsviertel im Westen des Frachthafens bietet ein Bild des Elends. Invalide Söldner, denen Beine fehlen, denen teilweise auch Arme fehlen und sich dann irgendwie eine nächste Mahlzeit zu sammeln, betteln oder das zumindest versuchen, denn andere Leute haben ja auch kein Geld. Pilger aus Mengbilla, aus Chorhop, zerlumpte Kinder, irgendwelche Wohnort, Arbeitsplatz, Berge von Melonen, die ihr teilweise auch erkennen könnt, die einfach zum Faulen herumliegen. Noch andere Leute, die sich dann trotzdem an den faulenden Melonen bedienen, wenn der Hunger dann doch zu groß ist. Einige Fischerinnen mit billigem Beifang, irgendwelche Effertsfrüchte versuchen sie dann zu geben, aber auch diesen schon verfault von innen. Also wohl lagen vielleicht schon einige Tage am Hafen, bevor sie dann an den Baracken abgegeben worden sind. Irgendwelche Seelenferkel, die sich hier mitten auf der Straße suhlen. Und der Regen, der hier alltäglich fällt, hat das Ganze natürlich auch zu einem steten Schlammbad entwickelt, der dann auch nicht abläuft, sondern einfach nur in den Karten herumsteht. Und so wartet ihr dann durch diesen Pfuhl aus Menschen, Hütten und Ruinen. Ihr sagt ja nicht, wo wir es vergraben sollen, oder? Irgendwo am Hang, hat er gemeint, glaube ich. Ich würde sagen, da vorne sieht das nach einer guten Stelle aus. Ja, das könnte schon sein. Ist die Stelle nicht einsehbar? Also die soll ja, keine Ahnung, in der Ruine vielleicht liegen, ob man nicht gleich sieht, wie wir da rumgraben. Würfelt mal eine Gassenwissenprobe. Könnt ihr beide machen. Hey.
gelungen. Sie doch direkt hier vergraben. Du hast eine Etikette gewürfelt. Ja, ist der gleiche Weg. Wäre es denn auch höflich, diese Kiste hier zu vergraben? Poltax zieht ein kleines Tüchlein heraus und putzt sich die Nase. Ja, natürlich. Ich glaube, dort hinten ist es besser. Ja, das stimmt schon. Da kann man uns nicht direkt sehen, weil durch diese Einhäuserwand ist es verdeckt. Gutes Auge, Abelmir, das muss ich euch lassen. Verdammt, wir haben die Schaufel vergessen. Was war denn jetzt, dass wir mit unseren Händen graben? Wie heißt du? Ramirez. Ramirez, geh zurück und hol eine Schaufel. Wir warten hier. Ich kaufe eine auf dem Markt. Gut. Ja, es dauert eine halbe Stunde. Ihr könnt noch dabei zusehen, wie wohl eine Mutter mit fünf Kindern an ihrer Hand noch entlang läuft. Teilweise könnt ihr sehen, wie irgendjemand aus dem Fenster gestürzt wird, landet dann auch wieder nur im Schlamm und humpelt dann wieder raus. Ihr könnt wohl sehen, wie ein nackter Mann vor euch auf der Straße rennt, ein anderer angezogener Mann ihm hinterher. Was hast du mit meiner Frau zu schaffen gemacht? Und nach einer halben Stunde kommt der Dukatengedest wieder. Abelmir, ich kann verstehen, warum Jalan sich hier wohlfühlt. Ja, ich habe auch so einen leisen Verdacht. Ramirez. Grab da hinten. Ja. Ich denke, einen halben Schritt müsste ausreichen. Für das Geld stelle ich keine Fragen. Aber ich wurde schon würdiger eingesetzt, sagen wir so. Tja, die Götter lieben es manchmal und mit uns zu spielen. Tja. Dann seid ihr ja besonders beschenkt. In der Tat, in der Tat. Kann ich eine Bergbau würfeln, um ihm gute Anweisungen zu geben, wie er zu graben hat? Es ist ein halbschritt tiefes Loch. Was egal. Willst du da machen? Ich bin ein Zwerg. Ich kenne mich mit Löchern aus. Okay. Ja, kannst du machen. Ist aber Schwert um 3. Das werde ich, das werd ich eines Tages so zitieren. Es ist halt schon eher eine Gassenwissenprobe, ne? Ist immer noch geschafft. Ja, ist immer noch geschafft. Ja, du merkst wohl, wie er irgendwie nach 30 Zentimetern die Schaufelstöße dann direkt auf harten Stein, auf harten Fels und allein an dem Klang hast du gehört, dass er wohl 2 Meter weiter nach rechts muss und da kann er dann das Loch buddeln, so dass es dann auch genug Platz für die Kiste gibt. Oh, sehr schön. Gut gemacht, Ramirez. Also ich werde noch. Bin ich ein Held. Ein richtiger Bergmann, ja. Ja. War es das? Ja, wir müssen jetzt die Truhe hineinsetzen und dann müsst ihr jetzt wieder zubuddeln. Ja, Matsch wieder drüber schaufeln oder wie? Richtig. Okay, kann ich machen. Dann winke ich die anderen beiden heran, dass sie die Truhe da reinstellen. Und dann lasse ich Ramirez seine schmutzige Arbeit verrichten. Ja. So getan. Können wir jetzt wieder aufbrechen, hier stinkt's. Ja, wollt ihr einen Spritzer? Stollen Nummer 5? Ihr wollt es nicht. Tja, wohl eher nicht, nein. Na gut, selbst schuld. Und dann parfümiere ich mich erstmal schön rein. Ja. Oh, ich doch gleich viel besser. Ihr wollt gerade wieder aufbrechen, seid 50 Schritt gegangen. Da könnt ihr sehen, wie wohl eine kleine Menschenmenge mitten in den Gassen sich gebildet hat. Und sie stehen alle herum um jemanden auf einer Holzkiste. Daneben eine Sänfte. Wollen wir uns das einmal anhören? Oh ja, wenn wir schon hier sind. Es klingt auf jeden Fall interessant. Aber wenn jemand mit einem Dolch ankommt, dann sollten wir schleunigst es ausnehmen. Ihr wisst ja, weswegen. Es ist immer gut, Dolchen auszuweichen. Na, die Dolche werdet ihr nicht sehen, keine Sorge. Aber die Sänfte sieht auf alle Fälle nach dem Silberberg aus. Bonnerer Ziegel. Na, dann hören wir uns das doch mal an. Ja, zahlreiche Trägersklaven, die ihr erkennen könnt und wohl auf den nächsten Blick neben den Tulamiden auch den Leibwächter, den ihr schon kennt, Rasir oder Rasirichan, den maraskanischen Namen kennt sowieso keiner. Und ihr erkennt jemanden mit Seidenweste und Pluderhose, der auch großzügig Münzen in seiner Hand hält und immer mal wieder in die Menge wirft, die natürlich sofort in den Schlamm vor ihm fällt und dann die Münzen aufklaubt.
sind dann nicht unbedingt Goldmünzen, sondern eher Silber- und Kupfermünzen, damit sie sich dann nicht gegenseitig erstechen. Und ja, die Menschen, die gierig dann danach drängen, greifen, irgendwie wie Hühner dann auch auseinanderscharren, also als ob man ihnen irgendwelche verlorenen Körner zugeworfen hätte. Und dementsprechend ist auch einiges an Lärm dann hier, beziehungsweise wenn er spricht, hängen alle an seinen Lippen. Ja, ihr kennt natürlich Aurelian Bonneret, so wie er aussieht, weiß er sich wohl auch gegen den Pöbel zu wehren, sollten sie halt irgendwas vorhaben. Und seine Rede dreht sich in erster Linie wohl um die Frage, was denn der geplante Ausbau der Paligan-Thermen den Fana nutzt, vor allem ihn. Wo man hier doch viel drängender Reis und Getreide braucht, wo Schiffe nicht mehr der allgemeinen Verfügung zu stehen, sondern einfach nur noch den Carinors, die damit ihre Kriegstreiberei dann weiter vorausbringen, die Paligans, die irgendwie nur noch ihren eigenen Vorteil ziehen wollen, die Zornbrechts, die einfach nur noch gewalttätig sind. Und mit Recht und Gericht hat das alles nichts mehr zu tun. Die Priorskirche, die verkommen ist, man prangert die Verschwendungssucht an, den Egoismus, den Prachtdünkel und farbige Beispiele, die dann gegeben werden, die nächsten ungefähr halbe Stunde, die er da wohl steht und redet. Und hat er auch schon angefangen, als ihr dann schon dazugekommen seid, habt also schon ein bisschen was davon verpasst, aber er ist echt charismatisch, wie er da so redet und immer mal wieder die Münzen, die dann zusätzlich dann ins Volk geworfen werden, also er ist schon relativ charismatisch und weiß von sich und seinen Ansichten zu überzeugen. Er hetzt gerade ganz offensichtlich gegen die Granden. Oh. Könnte das der gesuchte Agitator sein? Vermutlich, ja. Vielleicht sollten wir verschwinden von hier. Oh, das können wir gerne machen. Interessant. Ihn hätte ich jetzt nicht unbedingt für denjenigen gehalten. Oh, wisst ihr, wen das sicherlich interessieren wird? Ja, die anderen Granden? Ja, die auch, aber ich dachte jetzt ein Jahr lang. Was soll ihnen das kümmern, wenn ein Bonneret hier Propagandareden schwingt? Nun, er hat sich doch umgehört wegen der Sachen, nicht wahr? Er hat doch gesagt, ich höre mich einmal um, wer denn hier diese schlechte Stimmung verbreitet. Nun, offensichtlich haben wir ihn gefunden. Ja. Nun, lass uns beiden gegen Mittag müssen wir zurück sein, spätestens. Ja, dann fängt es an zu regnen. Ich würde ungern hier im Regen stehen. Ich denke, dann weicht der Boden noch mehr auf. Und fließt vielleicht sogar weg. Was möchte Diamantas tun? Ja, ich möchte mich mal meinem Sprössling, meinem Sklaven zu widmen, der die letzten Stunden, den letzten Tag vielleicht sogar auch allein in der Kajüte verbracht hat, weil er nicht wirklich weiß, wohin. Also gehe ich zu meiner Kajüte, öffne die Tür und der kleine Sklavenjunge steht vor meinen Füßen. Ja, du kannst sehen, dass er wohl die Kajüte dekoriert hat, und zwar hat er mit seinen eigenen Fingernägeln in die Kajüte gekratzt, sodass jetzt im Holz ein großes Spinnwebenmuster zu erkennen ist. Hast du das gemacht, Tekala? Ja. Wer sonst? Nun, in Ordnung. Ich wollte dir was sagen. Wir reisen heute aus dieser Stadt ab und werden tief in den südlichen Inseln segeln. Doch bevor wir das tun, will ich, dass du weißt, was für Leute mit uns reisen. Denn ihre Namen sind weit über die Grenzen dieses Landes bekannt und ihre Geschichte wird in jeder Stadt dieses Kontinents erzählt. Da ist Trafim, der große Mann, der dem Koloss von Al-Anfa gleicht. Du wirst kaum einen Menschen treffen, der so stark ist wie er. Und Boltax, welcher es weiß, die Geister herbeizurufen und mit ihnen zu sprechen. Selbst ich kann dir nicht sagen, wo die Grenzen seiner Kraft liegen. Ebenso wie die Fähigkeiten unseres Kapitäns, Abelmir, der Mann im schwarzen Kleid, Hut auf den Kopf. Er hat hier auf dem Schiff das Sagen, der wichtigste Mann.
Der Mann mit der eisernen Hand heißt Jalan. Er ist nach dem Kapitän die wichtigste Person an Bord. Er ist der erste Offizier. Und zu guter Letzt Zulamin. Sie wird von vielen als die schönste Frau der Welt genannt. Aber ich sage dir, sie ist sehr gefährlich mit ihren Waffen. Bis zur nächsten Sonnenwende wirst du mit uns reisen. Und sofern du kannst, von diesen Helden lernen. Danach werde ich dich fragen, ob du zurück in den Dschungel willst oder ein weiteres Jahr auf diesem Schiff verbringen. Solltest du bleiben, frage ich die folgende Sonnenwende nochmal. Du bist kein Sklave, Tekala. Du gehörst mir nicht. Du hast die Wahl, was aus dir wird. Ich zeige dir nur deine Möglichkeiten. Hast du das verstanden? Und soll ich meine hier Mochisch-Probe würfeln? Denn er versteht ja kein Prob. Genau. Kein Wort Gareti. Dann Morsch ist wahrscheinlich auch nicht so gut. 4 oder so? 7. 7 hast du sogar gesteigert. So. Und sein Bruder ist ja auch Mohaha. So, unter Sonstige oder? Ja, Sonstige. Sprachen, genau, ja. Ja. Die kann er verstehen, aber Namen wie Tabu. Es sind nur Namen. Sie haben keine Bedeutung. Nun, Dara, das werden wir noch lernen. Ich werde dir die Grundzüge unserer Sprache beibringen, sodass wir uns besser verstehen können. Ich Aber soll dir erzählen von meinem Stamm? Du darfst du mir auch gerne Stamm, von deinem Stamm erzählen. Du haben deinen Stamm erzählt, ich kann meinen Stamm erzählen, auch wenn alle tot. Er Patisa ist Medizinmann. Er hat gebräuntes Gesicht und glaubt an Spinne. Dann ist Manavaya und Tupaya Korbflechter und Gununkavi, sie Vogelflechterin und Kurupuk, sie war Stammeskrieger. Und da ist da Orongo, Anführer von Dorf, neben Medizinmann. Also wie unser Kapitän Abelmir, der Anführer. Erster Mann. Erster Mann. Und dann Owahu. Auch Stammeskrieger, aber groß und stark wie Spinne. Und dann ist da mein Freund Uakari. Er war guter Laufjunge. Viel Kontakt mit anderen Dörfern. Aber du sehen, das alles nur Namen. Namen sind Schall und Rauch. Namen sind wie Tabu. Sie haben keine Bedeutung. Du sie nicht kennen. Also nur Namen. Du sie wieder vergessen. Oder du wissen, wie Medizinmann heißt. Nein, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Aber ich habe gesagt zweimal. Wenn du mir jeden Abend davon erzählst, und ich werde dir jeden Abend von meinen Leuten erzählen, so werden ich mir den Namen deiner Leute merken und die Namen meiner Leute. Was hältst du davon? Ich muss sehen, wer sie sind. Du kannst, erzählen viel, aber ich muss sehen, ob sie Helden oder nicht. Denn nur weil du berichten, das noch lange nicht war. Das stimmt, du bist ein kluger Bursche, Tekala. Du wirst erst einmal mit uns reisen und dann wirst du sehen, was das für Helden sind oder ob ich hier einfach nur ein Märchen gesponnen habe. Aber erst einmal, du kannst hier nicht die ganze Zeit in meiner Kajüte verbringen. Du musst dich irgendwie nützlich machen. Wir schicken dich erst einmal zu den Schiffsjungen. Das mit der Sprache kriegen wir irgendwie hin. Aber du machst das, was sie machen. Hast du verstanden? Tekala, verstanden. Ja, dann trete ich wieder in die Tür, halte die Tür auf, sodass der Junge raustreten kann und führe ihn dann dorthin, wo momentan auch immer die Schiffsjungen sind. Ich gehe davon aus, die sind nicht gesammelt, aber wer ist für die verantwortlich momentan? Abenteuer. Was willst du jetzt? Was, Wolf? Du übernimmst die Schiffsjungen? Notgedrungen. Weil Aviander tot ist. So, ja. Das ist jetzt der Neue, ja? Ja, das ist Tekala. Er versteht kein Wort. Du kannst nicht zufällig einen Brocken Moorisch? Kein Wort. Wir hatten zwar ein paar Mohas bei uns, die haben wir euch an Fahnen abgenommen, aber ich habe das nicht gelernt. Und dann werdet ihr euch wohl wunderbar verstehen. Okay, also du
Junge, klettern hoch in Kränen ist. Er zeugt einmal nach oben und Tikala nickt. Anstatt dass er, wie jeder andere auch, die Seile benutzt, die dann seitlich nach oben ragen, klettert er einfach am Stamm hoch. Am Mast. Und nach ungefähr 10 Sekunden ist er oben. Tja, den wirst du nie wiedersehen. Diamant, den behalte ich hier. Das glaubst auch nur du. Sobald er genug von dir gelernt hat, schicke ich ihn weiter. Nein. Er klopft dir hart und fest auf die Schultern. Der gehört jetzt mir. Der gehört dir? Was? Du tust ja so, als wäre er ein Sklave. Ich habe gerade Lust entwickelt, das Programm von Avianda zu übernehmen. Ja. Die ganzen anderen kannst du haben. Nimm die anderen für 15 Kinder. Ich mach das hier alleine mit dem. Ja. Genieß die paar Tage, die er dir zusteht und er von dir lernen wird. Die mehr kriegst du nicht. Dann lerne ich jetzt vielleicht doch sogar Mambo Hirsch. Und wenn du ihm mir dann nicht wiedergehst, dann prügeln wir uns um ihn. Keine Sorge, das können wir auch jetzt machen. Verschieben wir das auch ein anderes Mal. Ja, er drückt noch einmal fest mit seiner Pranke zu und schiebt dich dann einfach weg.